Herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, die 12-Fakten-Reihe ist wieder da und den Anfang machen wir heute mit dem neuen BMW 2er G42. Welche Besonderheiten es zum neuen 2er gibt und was richtig interessant sein dürfte, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also Freunde, los geht's. Stärker als der M2. Der neue M240i xDrive ist stärker als das M-Modell der Vorgängerreihe. Mit 374 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment schlägt er den alten M2 um 4 PS und 35 Newtonmeter. Trotz des Zuwachses in Sachen Kraft und Leistung ist er von 0 auf 100 jedoch nicht schneller, denn er braucht genau wie der alte M2 exakt 4,3 Sekunden. Downforce Design. Durch das Design des G42 hat es BMW geschafft, die Auftriebswerte um 50% zu reduzieren. Die Aerodynamikeigenschaften des neuen 2er Coupés sind so gut optimiert worden, dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, um für Abtrieb zu sorgen. Gepaart mit der 50-50 Gewichtsverteilung wurden dadurch die Agilität, Lenkpräzision und Kurvendynamik im Vergleich zum Vorgänger deutlich gesteigert. Ein Vierer im Zweierkleid. Der G42 erhielt im Zuge der Entwicklung hochwertige Fahrwerkskomponenten, die eigentlich für den neuen Vierer konzipiert wurden. Damit verfügt das neue Zweier-Coupé über eine Doppelgelenk-Zugstreben-Federbein-Vorderachse und über eine Fünflenker-Hinterachse, die speziell für sportlich ambitionierte Fahrer in Sachen Gewicht und Steifigkeit optimiert wurden. Innen wie außen. Begibt man sich in den Innenraum des neuen 2er Coupés, so stellt man fest, dass BMW hier ebenfalls ins 4er Teileregal gegriffen hat. Denn auch das Armaturenbrett kommt ebenfalls vom großen Bruder, dem 4er. Damit soll sich das neue 2er Coupé vom 1er und von den anderen 2er Modellen abheben. Diese Maßnahme bringt aber noch etwas Gutes mit sich. Denn die höherwertigeren Innenraumkomponenten weisen eine höhere Materialgüte und somit auch eine bessere Verarbeitungsqualität auf, die man in dieser Klasse so nicht erwarten würde. Länger und breiter. Der neue M240i xDrive ist nicht nur länger, sondern auch breiter als sein Vorgänger. In der Gesamtlänge ist er um knapp 9 cm länger, an der Vorderachse 5,4 und an der Hinterachse 3,1 cm breiter als das Vorgängermodell. Zudem ist der Radstand um ganze 5,1 cm gewachsen, was gerade bei hohen Geschwindigkeiten für mehr Stabilität beim Geradeauslauf sorgt. Historischer Look neu interpretiert. Das neue 2er Coupé hat mit den neuen Einzelscheinwerfern ein eigenständiges und markantes Frontdesign erhalten. Die serienmäßigen Voll-LED-Rückleuchten sollen dabei die Einzelrundscheinwerfer der klassischen BMW 02er Reihe zitieren und ein ebenfalls exklusives Merkmal sein, was den G42 von den anderen 2er Modellen abhebt. Angedeutete Anleihen. Die Rückleuchten des G42 Coupés weisen bei genauerem Betrachten Merkmale zu den alten Dreiergenerationen E36 und E90 auf. Das Pentagonaldesign wirkt wie eine Neuinterpretation der E90 Vor-Facelift-Rückleuchten. Die Tatsache, dass das Design aber einteilig ist und gestaucht wirkt, erinnert dabei auch an die Rückleuchten des E36 Coupés, die bekanntlich auch schmaler waren als bei der Limousine. Luft durch die Nieren. Das neue 2er Coupé hat ein komplett eigenständiges Nierendesign bekommen. Die neuartige Gestaltung der Niere mit vertikal angeordneten Luftklappen anstelle der klassischen Streben können sich bei Bedarf so ausrichten, dass sie die Luftzufuhr in den Motorraum unterbinden. Somit hat der G42 ein exklusives Nierendesign, das eine aktive Luftklappensteuerung ermöglicht. Rückkehr des Power Domes. Der G42 kommt erstmals auch als Serienmodell mit dem unter BMW-Fahrern beliebten Power Dome auf der Haube. Wo beim Vorgänger nur eine leichte Andeutung zu verzeichnen war, ist nun in der gesamten G42-Reihe eine klare Ausformung auf der Motorhaube wahrzunehmen, was den Wagen designtechnisch noch ein ganzes Stück sportlicher wirken lässt.
Alte Coupé-Proportion. Das altbekannte Dreibox-Design der vergangenen Dreier-Coupés hat beim neuen G42 wohl als Blaupause gedient. Beim 1er-Coupé und der 2er-F-Reihe kam das Dreibox-Design mit einem ziemlich kurzen Heck um die Ecke, weswegen die Proportionen nicht ganz so gut wirkten. Beim G42 jedoch hat sich BMW auf alte Designtugenden besonnen und die Proportion perfekt umgesetzt. Durch das deutlich längere Heck wirkt die Silhouette des neuen 2er-Coupés wie das eines alten 3er-Coupés, was das Herz der meisten BMW-Enthusiasten höher schlagen lassen dürfte. Viva la México! Die Produktionsstätte des neuen BMW G42 befindet sich nicht, wie einige vielleicht vermutet haben, in Deutschland, sondern im BMW-Werk in San Luis Potosí in Mexiko. Somit wird vorerst jeder G42, der gebaut wird, von ein und demselben Werk stammen. Nicht nur Vierzylinder. Das neue BMW 2er Coupé kommt nicht wie befürchtet nur mit Vierzylindern, sondern direkt zum Marktstart als M240i X-Drive mit einem reinen Sechszylinder und heckbetontem Allradantrieb auf dem Markt. Damit blieb der G42 von Downsizing-Maßnahmen und dem Frontantriebskonzept verschont. Aber ja, das waren alle interessanten Fakten zum neuen BMW 2er Coupé G42. Was uns aber interessieren würde, was haltet ihr vom neuen 2er? Gefällt er euch? Schreibt eure Gedanken zum neuen 2er doch gerne mal in die Kommentare. Wir sind gespannt, wie der neue 2er bei euch allen ankommt. So Freunde, das war's schon wieder mit dem BAFMO-Video für heute. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keines unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Checkt auch unsere Social-Media-Kanäle ab, um exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Bock auf ein Premium-Poster mit einem richtig schönen BMW-Artwork habt, dann schaut doch gerne in unserem Shop vorbei. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Also Freunde, ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, euer Ino von BAFMO.